Este programa es presentado por Inverfin. Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Taco Info. Wie wichtig sauberes Trinkwasser ist, darüber machen wir uns oft keine großen Gedanken. Dass aber viele vermeidbare Krankheiten durch verunreinigtes Wasser übertragen werden, ist vielen nicht bekannt. Wir haben uns zu dem Thema mit Dr. Alain Tös unterhalten. Die haben gefragt wegen Wasser, wie wichtig das ist, wegen Eigenkonsum, dass wir nicht krank werden dadurch. Naja, haben wir auch ein bisschen gesagt, dass unser Archivewasser müssen wir auch aufpassen. Wir wissen nicht, was sich das da alle vermehren kann. Gerne nach Trockenheit und dann wieder frisches Wasser rein, kann auch uns krank machen. Ich habe auch erwähnt, dass das Wasser auch gebraucht wird zum Waschen, so Gemüse und Früchte. Und dadurch kann man auch indirekt auch einige Bakterien auch zu sich nehmen. Und man musste ja deswegen das Wasser, womit wir auch arbeiten, in dem Sinn, was wir einnehmen werden oder für Waschen, für Essprodukte waschen, dann sollten wir da sehen, dass das auch gutes Wasser ist. Zum Duschen und zum Wäsche waschen ist ja nicht so ein Thema. Ja, das Hauptthema ist ja, wenn wir es einnehmen werden. Ich würde sagen, dass Mineralwasser konsumieren oder das Wasser auch filtrieren oder wenn es kochen lassen, bevor man trinkt. Vielleicht bei uns hier, die wir hier ein bisschen in der Chaco-Zone sind, ist nicht ein großes Thema, aber es ist ein Thema für Leute, die vielleicht von anderen Stellen kommen, die nicht irgendwie da wo gewöhnt sind darauf. Und wir müssen uns immer Hände waschen, wir müssen immer Hände waschen, bevor wir was essen. Wir haben Kontakte mit Leuten die ganze Zeit, wir grüßen, wir nehmen unsere Handys und wir fassen da auch die ganze Zeit an und wer weiß, welche Bakterien oder Virus da auch da sein können. Und wenn wir nicht Hände waschen vorher, auch wenn wir sogar unser Handy gebraucht haben, dann können wir auch krank werden davon. Ja, so in dem Sinn. Wir haben viele Fälle von Rotavirus gehabt und andere Arten, auch von Bakterien, die auch krank gemacht haben, Leute, die Durchfall gehabt haben. Und naja, ist einfach was ganz, also es ist ziemlich einfach, Hände waschen und vielleicht auch Alkoholprodukte haben in der Nähe, wenn man viel mit Leuten zu tun hat, nachdem man Leute gegrüßt hat, dann, dass man wenigstens Alkohol hat, womit man auch wenigstens etwas dagegen machen kann, ja, gegen Magen-Darm-Entzündung. Kleine Regenfälle in den vergangenen Tagen haben den Staub und die größte Hitze kurzzeitig gelindert. Doch der große Frühlingsregen wird noch erwartet. Deshalb ist das Thema Trinkwasser in der Stadt Philadelphia und Umgebung weiter ein Problem. Der Bürgermeister Holger Bergen erläutert uns im folgenden Interview, wie man als Municipalität damit umgeht und welche Arbeiten schon geleistet wurden. Wir haben ja in Philadelphia mehrere Wasserlieferanten eingeschrieben, die mit allen legalen Dokumenten auch immer zugegen gewesen sind. Da jetzt in letzter Zeit aber einige Probleme entstanden sind, da einige Wasserreserven schon nicht mehr sind, haben wir kurzfristig dann einfach diese Situation freigelassen, wie man so sagt. Also im Moment kann jeder, ohne sich bei der Municipalität einzuschreiben, auch Wasser liefern. Wir möchten bloß die Benutzer auffordern, dass sie, wenn sie von jemand Wasser kaufen, dass sie immer die Qualitätskontrolle verlangen. Jeder soll zumindest Wasser liefern oder auch liefert bekommen, das für den Konsum geeignet ist. Wir haben hier in Philadelphia mehrere, die über sogenannten Rohre Wasser leiten, andere mit ihren Tankwagen. Und die Qualität sollte aber doch für den Konsum bestimmt sein. Das ist jetzt eine Maßnahme für unbestimmte Zeit, bis wir wieder normale Regenfälle haben. Wir glauben nämlich, es ist wichtig, dass in solchen Situationen nicht nur der kommerzielle Teil und der legale Teil abgesichert ist, sondern dass wir der Bevölkerung mehr Möglichkeiten geben, von verschiedenen Leuten Wasser zu kaufen. Das regelt zum Teil den Preis, zum Teil aber auch die langen Warteschlangen, wo man wahrscheinlich mehrere Tage oder bei einigen sogar eine Woche haben warten müssen, bis sie Wasser geliefert bekommen haben. Mit diesem versuchen wir jetzt dann eben etwas mehr Freiheit zu geben für diesen Dienst.
Ebenso haben wir die ganzen Jahre auch schon immer in die weitergelegenen Ortschaften Wasser bringen müssen. Das machen wir auch weiter so. Gemeinsam mit der Gouvernation wird da abwechselnd Wasser gefahren, die kleineren Indianergemeinschaften insbesondere. Bei einigen haben wir das Problem Wasser auch schon endgültig gelöst. Wie zum Beispiel Campo Loro haben wir eine Aufbereitungsanlage gebaut, die schon über ein Jahr funktioniert, einwandfrei. So, da brauchen wir nicht mehr Wasser hinfahren. In den letzten 2 Wochen haben wir in Teniente Martinez, das ist unsere weiteste abgelegene Comunidad, das sind 175 Kilometer von Philadelphia im Norden, haben wir jetzt auch so eine Anlage aufgebaut. So, wir versuchen, diesen Gemeinschaften endgültige Lösungen zu schaffen und nicht nur immer Wasser hinbringen müssen, was mit viel Kostenaufwand zu tun hat. Und mit diesen Aufbereitungsanlagen haben diese Leute eine sichere Wasserzufuhr. Ja, ebenso haben wir dann auch den Moment genutzt wieder, um weitere Rohre zu verlegen. Brücken werden mit den verschiedenen Commissiones Vecinales zusammen geplant, die Kreuzungen, wo gemacht werden müssen. Wir haben in letzter Zeit wieder über 200 Meter Rohre eingelegt. Die werden momentan zum Teil abgemauert, fertig gemacht und dann eben auch die Gräben gesäubert. Einige sogenannte Tajamares, also Wasserreserven, wurden auch gesäubert, dass für die nächsten größeren Regen wieder bessere Abfluss und auch bessere Reserven geschaffen sind. Wenn man die Schule Neuhof besucht, sieht man schon an der Außenwand der Schule ein buntes Kunstwerk. Wir haben es über die Entstehung dieses Bildes und die Idee dahinter mit der Kunstlehrerin Frau Gerda Ruiz-Diaz und Lehrer Alfred Giesbrecht unterhalten. Im Anschluss hören Sie 2 Schüler aus der 10. Klasse des Colegio Neuhofs, die im vorigen Jahr ein Landschaftsbild in einem der Klassenräume gemalt haben. Wir haben das als Projekt geplant und ein Ziel dabei war die Farbenlehre, verschiedene Abstufungen, Farbtöne und ausgerechnet, wie man dann die Hauptfarben einplanen kann, gemessen, was nicht einfach war mit diesen Schülern, und nachher dann etappenweise die verschiedenen Farben, die Farbtöne aufgebaut, mit Färben dann natürlich. Ja. Dann haben wir die Personen drauf gemalt, es waren einige Schüler, die haben sich auch als Muster hingestellt und wir haben dann die Umrisse gemalt. Und die stellen dann sozusagen die Schulfamilie dar, ja. Das sind so praktisch die Schulfamilienmitglieder, es könnten. Jeder kann sich identifizieren, kleinere, größere, breitere, dünnere, und es kann auch Eltern und Familie sein, was immer. Alle, wer dazu gehört. Kunst ist ja sehr vielseitig, sehr offen auch, und Frau Ruiz-Diaz, unsere Kunstlehrerin, ist da sehr begabt. Sie macht viele Sachen hier. Oft auch sehr unkonventionelle Sachen, könnte man sagen. Sie macht aus sozusagen Abfällen oft schöne Sachen mit der Kunst. Und so sehen wir das hier auch. Sie hat das Bild mit den Schülern zusammen erstellt und Farben gebraucht dazu natürlich. Und aus einer vielleicht langweiligen Wand eine farbenfrohe Wand gemacht, die auch etwas darstellen soll. Ja, ich finde das sehr kreativ und sehr interessant. Ich bin Freddy Sawatzki und ich gehe in die 10. Klasse. Das Bild hier hinter uns, das habt ihr gemalt. Wann? Ja, das haben wir gemalt und das haben wir voriges Jahr gemalt in der 9. Klasse. Wieso habt ihr euch entschieden, genau dieses Bild zu malen? Also, weil wir hier in dem Chaco leben und wir haben solche Landschaft rings um die Schule her, also haben wir uns entschieden, wir würden ein Bild malen, das aussieht wie unsere Landschaft hier, das unsere Landschaft symbolisiert. Wie ist dein Name und welche Klasse gehst du? Ich heiße Petra Hald und ich bin auch in der 10. Klasse. Das Bild hier hinter euch habt ihr als ganze Klasse gemalt. Wie viele Schüler wart ihr da? Ja, das haben wir als ganze Klasse gemacht. Dann waren wir zu 15 Schüler. Ja. Das ist ein Bild aus der Chaco-Natur. Habt ihr ein Foto gemacht oder habt ihr Ideen zusammengetragen? Wo habt ihr, ja, sagen wir mal, einzelne Ideen her? Also wir haben viel in Büchern geschaut, genau was zu unserer Landschaft so passen könnte, genau auch die Tiere, die in Salzlagunen so sind und da ihr Lebensraum haben. Und auch weil einige von unseren Schülern auch bei den Salzlagunen wohnen, haben wir dann einfach da auch nachgefragt, welche Tiere da so meistens sind. In Kolumbien fand in den vergangenen Tagen der internationale Wettbewerb Jugend debattiert statt. Auch aus Paraguay und dem Chaco waren Schüler dabei.
Wir haben uns mit der Deutschlehrerin des Colegio Alemán Concordia, Frau Marisa Löwen, und dem Gewinner des zweiten Platzes, Janik Dück, über diese Reise unterhalten. Also der Wettbewerb wird organisiert und unterstützt von der ZFA. Das ist die Zentralstelle für Auslandsschulwesen. Jedes südamerikanische Land, das eine DSD-Schule hat, hat einen Vertreter eigentlich von dieser Zentralstelle. Und die hat das organisiert und auch finanziert, dass wir hinfliegen konnten. Wie sah jetzt der Tagesablauf dort in Kolumbien aus? Also der Tagesablauf sah eigentlich so aus, dass die Schüler am ersten Tag hatten sie erst einen Workshop und danach ging es los mit den Qualifikationsdebatten. Am zweiten Tag hatten wir die Halbfinale und danach eine Rundfahrt in Kolumbien. Und am dritten Tag haben wir dann die finale Debatte gehört und gesehen. Und danach war jeder eigentlich freigestellt. Normalerweise fuhr man schon zum Flughafen dann danach. Wie haben Sie den paraguayischen Team dort empfunden oder gesehen? Also ich fand, das paraguayische Team war ein sehr starkes Team. Wir hatten Ellen Funk mit dabei, die in Paraguay Landessiegerin war. Und ob zwar sie nach der ersten Runde ausgeschieden ist oder nach der zweiten Runde, hat sie trotzdem sehr unterstützt. Sie hat mit Daten unterstützt, sie hat mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Also ich empfand das wirklich als sehr positiv. Also hier in der Schule hat man uns erstmal gefragt, ob wir mitmachen wollten oder wer mitmachen wollte und wir haben dann geübt dafür. Dann sind wir in die Landesfinale im Chaco gefahren und von da sind zwei Gewinner rausgekommen, Ellen Funk und ich. Und wir beide sind dann nach Kolumbien geflogen für die Finale. Wie viele Länder waren vertreten oder welche Länder? Wir waren 8 Länder insgesamt, Kolumbien, Paraguay, Argentinien, Brasilien, Peru, Bolivien, Costa Rica und Chile. Welches waren jetzt die Debattethemen? Also erstmal hatten wir, also für die zwei Qualifikationsrunden sozusagen, sollten elektrische Scooters einen Führerschein benutzen und sollte ökologisches Verhalten ein Pflichtfach sein. Dann die Halbfinale haben wir debattiert über, ob Männer und Frauen in derselben Arbeit dasselbe verdienen sollten. Und die Finale war über, ob der Amazonas-Regenwald in internationale Kontrolle oder Übersicht gestellt werden sollte. Hattet ihr Zeit, um euch vorzubereiten? Für die ersten Debatten hatten wir so 40 Minuten bis eine Stunde und die Halbfinale und die Finale hatten wir schon zwischen einer Stunde und eineinhalb Stunden, um uns fertig zu machen. Jetzt hast ja du den zweiten Platz gewonnen, also aus Südamerika. Was bedeutet für dich dieser Sieg? Das Beste, was ich empfangen habe, ist, ich habe neue Leute kennengelernt und dieses öffnet eigentlich auch viele neue Türen. Habe jetzt auch Kontakt in Deutschland mit verschiedenen Personen, die mir auch helfen würden für ein Studium. Und ich glaube, ich habe auch viel über andere Kulturen kennengelernt und das ist, was ich eigentlich mitnehme von dieser Debatte. Und mit dieser Nachricht schließen wir die heutige Sendung. Auf Wiedersehen. Este programa fue presentado por Inverfin.